Wenn es drückt, wenn es zwickt, wenn es schmerzt, ist keine Freude da. Was sich bei Bewegung, ja, der am meisten nachgibt und sich am besten, dann brauche ich kein Rennradfahrer werden. Ne? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Fitbikes. Mein Name ist Markus und ich habe noch einen Gast mit dabei, den stelle ich euch gleich vor. Und heute wollen wir über ein besonderes Thema sprechen. Über ein schmerzendes Thema, über ein einschlafendes Thema, whatever. Ihr alle kennt diesen Sattel. Wir haben ihn schon in vielen, vielen Videos immer als Negativbeispiel dargestellt. Ja, es schaut schön aus, schaut top aus, schaut sportlich aus, aber wir haben ganz, ganz viele, die damit Probleme haben. Ja, und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir denn den passenden Fahrradsattel für unser Fahrrad finden und warum wir vielleicht mit diesem Sattel so viele schöne Erfahrungen gemacht haben. Ja, und dafür habe ich mir Hilfe geholt. Das ist der Björn. Björn vom Radlabor in Freiburg, Frankfurt, Münchner. Sportwissenschaftler, Fahrradfahrer, Familienvater. Vielleicht magst du dich aber kurz ein bisschen kurz vorstellen. Ja, hi, moin und servus, wie man hier sagt in München. Was die Kamera. Also dort, ja, es gibt zwei. Hallo. Du hast mich eigentlich schon gut vorgestellt. Radfahren ist meine Leidenschaft. Das ist auch die Leidenschaft meiner Company. Wir wollen allen Radfahrern zu Freude am Rad, beim Radfahren verhelfen. Und wenn es drückt, wenn es zwickt, wenn es schmerzt, ist keine Freude da. Mein Hintergrund ist Sportwissenschaft. Da habe ich ein bisschen geforscht, promoviert und habe dann eine Firma draus gemacht. Und jetzt kann man mich, so macht, ne? Was man so macht nebenher. Ne? Jetzt kümmere ich mich drum, fahre selber gerne Rad, viel Rad und mit dem richtigen Sattel auch und damit habe ich besonders viel Freude dann. Ja. Um noch kurz geschäftlich zu erwähnen, es gibt die Firma Radlabor und die Firma SmartFit, damit ihr euch wundert, was hier steht. Radlabor ist eine Bikefit- und Vermessungs-Company sozusagen und dieses Know-how wurde in ein Gerät reingesteckt, das nennt sich SmartFit, womit wir als Fahrradhändler auch arbeiten. Ja, also wenn ihr aus Frankfurt, Freiburg oder München kommt, könnt ihr gerne zum Radlabor gehen, egal ob jetzt um sportliche Themen, wo ihr mehr aus euch rausholen wollt oder auch einfach unwohl sein auf dem Fahrrad, kann man eben dieses Fahrrad richtig einstellen oder ihr geht zum Händler, der ein Smart-Fit-System hat, weil da haben wir dann das ähnliche Know-how. Ja? Ja. So, und jetzt haben wir, ich muss kurz erklären, wir machen immer Fahrradvorstellungen, ja, und wir haben immer, wir sagen eigentlich immer zu fast jedem Stevens-Fahrrad ein tolles Fahrrad, aber bescheidener Sattel, ja, schaut sportlich aus, tut aber weh. Und jetzt wollen wir vielleicht auch mal erklären, warum das so ist. Ja, die meisten Leute, die diesen Sattel fahren, die haben irgendwann kein Gefühl mehr in den Weichteilen oder schmerzen die Sitzknochen oder Steißbein. Hast du eine Idee, warum es so sein könnte? Sind wir einfach nur Weicheier und der Sattel ist eigentlich super? Ja. Oder hast du eine Vorstellung, warum wir das immer so machen? Ja, da würde ich sagen, Sattel passt nicht zum Arsch, jetzt flapsig formuliert. Der Sattel hier hat ja schon eine spezielle Form, der ist relativ schmal, der wird wahrscheinlich dazu führen, dass ich mit meinem Becken über den schmalen Sattel drüber hinweg falle, sage ich mal, also mit den knöchernen Strukturen und dass dann die Weichteile, also die Teile, wo Nerven durchgehen, wo Blut durchgeht, dass die Weichteile hier dann in diesem mittleren Teil Druck abkriegen und dass dann dort eben entweder Blutzufuhr abgeklemmt wird, ja, und dann oder Nerven komprimiert werden und ich dann irgendwo im Dammbereich Taubheitsgefühle habe. Dann kommen ja, so Feinheiten, ne, wenn Kanten besonders hart sind an einem Sattel, ist hier jetzt eher weiter unten, aber es ist auch manchmal der Fall, dass dann eben tatsächlich so punktuelle Druckspitzen herrschen. Das sind alles Dinge, wo der Sattel, muss man sagen, schlecht konstruiert ist, ja, oder auch zu dem Gesäß, zu dem Becken, zu der Muskulatur, die sich da befindet am Becken, nicht passt. Und dann sollte man darüber nachdenken, halt, wie finde ich den passenden Sattel. Genau. Also du hast jetzt die Sitzknochenbreite angesprochen. Ja. Ja. Wir haben da mal was vorbereitet in unserem Backofen. Da haben wir so ein Becken. Ja. Und es hat, die Arschbreite hat ja nichts mit der Sitzknochenbreite zu tun, ne? Oder? Ja, wenn du so willst. Also wenn ich von hinten auf ein Gesäß schaue, ja, dann sehe ich natürlich nicht nur Knochen, sondern auch Muskulatur und Schwabbelmasse. Jetzt werdet ihr lachen, Schwabbelmasse ist in der Biomechanik eine feste Größe. Ja, ja ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. Ja, denn überall, welche Einheit? Oh Gott, ja, das ist. Also eine Schwabbelmasse kann man sich wirklich vorstellen. Das ist das Fett, was sich bei Bewegung, ja, was hin und her schwabbelt, ja, und dann letztendlich auch einen Effekt hat dadurch. Ne? Okay. Ja, so wie ein Ballon, den ich mit Wasser fülle, wenn ich den hin und her schwenke. Ne? Ja, so und um das, kenn ich nicht. Ja, und das kennst du nicht. Du bist natürlich durchtrainiert und
alles sitzt am richtigen Fleck, stramm und straff. Also wenn ich jetzt hier hinten drauf schaue, ne, und habe jetzt hier vielleicht außen, ja, jeder von uns hat das Unterhautfettgewebe, mehr oder weniger, dann kommt die Muskulatur, das heißt, den Hintern, den ich sehe, der ist dann natürlich breiter als die Knochenstruktur. Und hier das Becken von hinten drauf geschaut, ich kipp's jetzt mal, jetzt guckt ihr quasi von unten das Becken. Hier sieht man so zwei Knochen hervorschauen und diese beiden Knochen, das sind die Sitzbeinhöcker, auf denen setze ich wirklich, also wenn ich das Becken jetzt mal so drehe und auf den Sattel setze, ja, dann sollten diese beiden Knochen, die dann nach unten hervorstechen, die sollten natürlich irgendwo unterstützt werden. Ja? Jetzt wird das meine Hand machen. Wenn ich die Hand wegnehme, sinkt quasi das Becken auf den Sattel oder der Sattel taucht ein in die Weichteile. Und da seht ihr das, was wir angesprochen haben, ne? Kompression der Weichteile, der hier mal dargestellt, ne? Dieses Gelbe soll eine Sehne simulieren, ja? Entschuldigung, keine Sehne, sondern einen Nerv natürlich, ja, okay. Ein Nerv, der unsere Signale für die Bewegung transportiert, auch unsere, Sensoren-Signale zurückmeldet. So, wenn der jetzt komprimiert wird durch den Sattel, dann rufen aus. Dann ist hier vorne einfach kein Platz. Ja? Genau. Hier sind ja sozusagen Weichteile oder unsere Weichteile und das liegt dann einfach direkt auf. Ja? Genau. Und so wie du es vorhin gesagt hast, dieser Sitzknochenabstand ist ja nicht bei allen gleich. Du dürftest einen anderen haben als ich. Ja. Und von daher hat der Hersteller ja eigentlich auch gar keine Chance, dass ihr für jeden den passenden Sattel auf ein Rad draufbaut. Ja, ja? Genau. Man könnte natürlich als Fahrradhersteller auch ohne Sattel ausliefern, aber das macht irgendwie keiner. Ja? Also weder Stevens noch irgendwas. Wir bauen auf fast jedes Fahrrad, was wir verkaufen, einen anderen Sattel drauf, aber wir kriegen die Fahrräder auch nicht ohne Sattel. Ja? Dann haben wir keine Chance, egal wie viele Fahrräder wir verkaufen. Warum ist der Sattel aber so schmal? Warum macht man nicht einen breiteren drauf? Wenn man einen breiteren ist ja die Chance vielleicht größer, dass ich treffe. Der schmale ist ja die Chance eher gering, dass ich treffe. Ja, ja, ist wahrscheinlich ganz banal. Ja. Ich habe eine persönliche Vermutung. Ja. Ein schmaler Sattel sieht einfach super sportlich aus, sieht super geil aus. Ja. Und die Renner, ne, wir haben jetzt hier von Stevens, klar, ein sehr sportliches Rad, ein Crossbike. Ja, und die Rennradfahrer, ja, also die angefressenen Rennradfahrer, ne, die wollen natürlich alles möglichst leicht, möglichst sportlich aussehend haben. Ne, und man hat sich erst sehr, sehr spät Gedanken gemacht, ja, genau. Man hat sich sehr, sehr spät erst Gedanken gemacht um diese Kontaktstelle des Rades zum Menschen, eben Sattelgesäß. Ne? Weil die meisten Rennradfahrer, ja, gerade die Radprofis, ne, die halten Schmerzen aus. Ne? Denn wenn ein Rennradfahrer sagt, ah, ich kann nicht mehr, ne? Quäl dich, du Sau, was der Zähne beißen, ja, Udo, ja. Ja, was Udo Bölz zu Jan Ulrich gesagt hat. Ne? Und der hat wirklich, da gibt es eine Story, ne? der hat gesagt, hey, als es auch mal um das Thema Sattel ging, wurde der Udo Bölz, ne, harter Knochen, ja, wurde interviewt, also ein alter Telekom-Fahrer, ne, ein guter deutscher Rennradfahrer, ja, für das T-Mobile-Team damals gefahren. Und der hat gesagt, wenn ich, ja, nach 2 Stunden auf dem Rad, ja, schon jammer, weil mir der Sattel, das Gesäß wehtut, ja, dann brauche ich keinen Rennrad. Fahrer werden. Ne? Und das signalisiert, ja, überhaupt nicht jammern. Ne? Und das ist natürlich einerseits richtig, ja, man muss da irgendwie durchhalten, aber andererseits auch total blöd, denn wenn ich diesen Schmerz ignoriere, obwohl es eine bessere Lösung gibt, ja, dann ignoriere ich auch, dass ich besser sein könnte. Ne? Denn auch ein richtig guter Rennradfahrer, ja, wird, wenn er den richtigen Sattel hat, den breiteren Sattel, ja, wird schneller fahren, weil dieser Schmerzpunkt, ja, der hindert ihn ja wirklich, die optimale Leistung abzuliefern. Und wir haben echt gute Rennradfahrer bei uns im Labor, da kommt die deutsche Nationalmannschaft kommt zu uns, ja, den haben wir breitere Sättel draufgeschraubt, ja, und das sieht dann nicht mehr so sportlich aus wie vorher, ist aber besser und die fahren zufriedener. Und mittlerweile hat sich es in den Kreisen auch durchgesetzt, ja, dass der richtige Sattel entscheidend ist und nicht die richtige Optik. Genau, das ist eine Sache, die wir jetzt in der Praxis ja auch ganz häufig haben, gerade ältere Generationen, ist immer der Credo, der Sattel sollte so leicht und so schmal und so hart wie möglich sein, weil dann ist gut. Ja, und wenn du dann Schmerzen hast, musst du die Zähne zusammenbeißen und dann läuft es schon. Ja. Aber die Message sozusagen ist nicht so, sondern man kann auch ohne Unwohlsein, mit Gefühl,
fahren, nur Sattel sollte von der Breite her halt passen. Genau, sollte von der Breite passen und natürlich kommen wir gleich vielleicht noch drauf, es gibt natürlich auch noch weitere Kriterien, das Material, ja, wie die Oberfläche beschaffen ist, wie weich er tatsächlich ist, denn ich kann einen breiten, harten und einen breiten, weichen oder einen schmalen, harten, weichen Sattel produzieren. Und es gibt auch den anderen Irrglauben, dass ein möglichst weicher Sattel mir möglichst wenig Schmerzen macht, auch das stimmt nicht. Ja, denn es ist ja nicht nur diese Knochenstruktur, sondern um den Knochen drumherum laufen nicht nur diese Gefäße und die Nerven, sondern auch die Muskeln. Ja? Und wenn die Muskeln an falscher Stelle komprimiert werden, ja, dann, gedrückt werden, sage ich mal, dann führt das auch zu Nachteilen. Insofern, ein weicher Sattel muss auch nicht unbedingt das Richtige sein, sondern der passende Sattel. Da haben wir ganz häufig die Situation, dass Menschen, Kunden in den Laden reinkommen und dann durch den Laden laufen mit dem Daumen, ja, und gucken, wo finden sie jetzt den Sattel, der am meisten nachgibt und sich am besten anfühlt. Ja. 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 Und dann versuche ich zu erklären, das hilft nicht. Man sollte gucken, dass er von der Breite her passt. Und dann sagen die ja, nee. Und dann kommen sie irgendwann mit einem Gel-Sattel, der wirklich so, also drängst du rein und hast, ja, das Gefühl, du versinkst einmal komplett im Rad. Ja. Geht auch, so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann fängt es an, weh zu tun. Ja, und genau, das ist, was du sagst, dass es dann, genau, auch nicht das, was, genau, die Lösung ist. Der Daumen fährt ja nicht Fahrrad. Ja, genau. Insofern, das richtige Sattelmodell, was Breite, was Form, was Beschaffenheit, was inneres Material anbetrifft, da gibt es viele, viele Details auch, auf die man achten kann, wo man auch echt optimieren kann. Das heißt, was schraube ich drauf, ist das eine. Und das zweite ist, das ist dann direkt unsere Kernkompetenz, eure auch, weil ihr so ein Vermessungssystem habt. Das zweite ist, wo schraube ich den Sattel hin? Klar, hier hinten, nicht vorne am Lenker, das ist logisch, aber ich kann ihn ja weiter nach vorne, weiter nach hinten, weiter nach oben, weiter nach unten und auch noch gekippt, also Nase nach oben oder nach unten, ja. Also drei Dinge, die ich verändern kann, ja, und davon hängt auch ab, wie fühlt es sich an. Das heißt, richtigen Sattel an der falschen Stelle funktioniert auch nicht. Ja. Falscher Sattel an der richtigen Stelle nicht. Insofern alle Dinge auf einmal. Da kommen wir gleich dazu. Noch ganz kurz zum Sattel, für, ja, Sattelbreite. Wie kann ich denn jetzt diese richtige Sattelbreite ausmessen? Frage an dich. Sagst du mir? Sag ich dir? Dann sagst du mir. Ja. Ja, ich weiß es aber. Ja, genau, du weißt es. Klar, wir arbeiten Hand in Hand. Jetzt haben wir hier dieses Becken auf diesem Hocker und der Hocker bietet quasi schon mit dieser Oberfläche, wo ich ein sogenanntes Nagelbrett habe, wie der Fakir. Ja, Nägel hier in Plastikform, kleine Plastikspitzen, die nach oben schauen. Ich mache es vor, erkläre es hinterher. Ich setze mich jetzt hier auf dieses Nagelbrett. Ja, sitze jetzt mal aufrecht, wackel so ein bisschen hin und her. Was ich jetzt mache, ist letztendlich, diese beiden Punkte, die sind jetzt unten und drücken jetzt auf diese kleinen Plastiknägel. Stehe ich mal auf. Der Markus hat geschickterweise noch so ein Papier dazwischen gelegt und jetzt seht ihr an dem Papier, dass hier einfach diese Nägel durch das Papier durchgedrückt sind. Und das sind genau die Punkte. Das sind genau die Punkte, wo, wenn ich das Becken dahinter setze, ja, wo diese beiden Sitzbeinhöcker nach unten durch meine Schwabbelmassen, Muskulatur und so weiter hindurchdrücken und dann quasi dem Papier sagen, okay, hier bin ich, ja, linke Seite, rechte Seite. Und wenn ich jetzt diese Struktur hier mit einem Filzstift einfach umkreise, wenn er funktionieren würde, ja, ja, also ich setze mal die Daumen auf. So, wenn ich jetzt quasi den Abstand zwischen meinen Daumen setze, messe, ja, das wäre dann der Abstand der Sitzbeinhöcker. Klar, ich könnte jetzt auch eine Röntgenaufnahme machen. Ja, tatsächlich würde das auch funktionieren. Echt? Ja, ja, logisch. Ja. Gerade haben wir kein Röntgengerät da, aber beim nächsten Mal. Ja, ihr werdet lachen. Es gibt in Holland eine Bike-Fitting-Schmiede, die haben so viel Kohle. Die haben ein Röntgengerät. Und die röntgen die Menschen, um auszumessen, wie. Ja. Jetzt wissen wir, was Röntgenstrahlen mit uns machen, wenn, ne? Also Björn, nur damit du es weißt, das ist kein normales Papier, das, ja, ja, ist auch ein besonderes, ja, ja, Papier. Das ist, ne, Röntgenpapier. Ne? Das ist Röntgenpapier. Es kribbelt auch schon. Nee, also, ja, wir flachsen, aber ihr seht, das ist super, super easy, da könnte man sogar zu Hause machen. Ne? Und ich weiß jetzt, wie weit sind meine Sitzbeinhöcker voneinander entfernt. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, sagen wir mal, das wären vielleicht 12,5 cm. Dann gucke ich in die Reihe der verschiedenen Sattelbreiten, ja, die ihr oder wer auch immer vorrätig hat. Und dann suche ich mir die richtigen Sattel raus. Genau, wer es einfacher möchte, wir haben den Sattelcheck gebaut. Ja? Einfach www.fitbikes.de/sattelcheck. Da gibst du noch an, welches Rad fährst du, wie sieht so ein Fahrrad drauf, weil damit
verändert sich noch ein bisschen die Sattelbreite. Und dann kommt als Resultat raus, in der Tat, was für eine Sattelbreite man haben sollte. Ja. Und auch eine Empfehlung jetzt von Escolab. Ich meine, ihr kennt uns, wir sind einfach Escolab gebrandet. Ja. Wir haben zwar jetzt nicht, wir müssen nicht Escolab, aber es funktioniert sehr gut. Ja. Und dann hast du halt einfach verschiedene Breiten, passend jetzt halt zu deinem Sitzknochenabstand. Genau, genau. Was du gerade gesagt hast, nicht, dass es hier nachher ein Expertenbashing gibt, weil wir es sehr, sehr einfach darstellen. Ne? Also man sieht jetzt, dass diese beiden Punkte, ne? Naja, sieht man sie wirklich? Ne? Also ich zeige jetzt mal hier hin, ne? Wenn ich jetzt das Becken weiter nach vorne kippe und jetzt an dieser Stelle ans Becken greife, ne? Also angenommen, ich greife jetzt hier ans Becken, weiter nach vorne neigen bedeutet, ich sitze etwas sportlicher, ja, wenn ich diese Position einnehme, dann ist mein Becken weiter nach vorne geneigt, dann treffen natürlich diese beiden Stellen auf den Sattel, das bedeutet etwas schmaler. Das heißt, je weiter nach vorne, desto schmaler der Sattel eigentlich. Das bedeutet, ein sportlicher Fahrer fährt tatsächlich einen etwas schmaleren Sattel. Ja. Insofern ist die reguläre oder die am meisten eingenommene Fahrposition entscheidend über die Sattelbreite. Ne. Wir wollen aber jetzt hier nicht den Abend füllen mit Videomaterial, deswegen kommt zu Markus und dann können wir das abkürzen, der misst euch aus. Zusätzlich zur Breite und der Beschaffenheit haben wir hier hinten ja dieses, an diesem Sattel schön zu sehen, diese Stufenform. Ja, und dieses Grundkonzept, ja, verfolgen viele ergonomisch gute Sattelhersteller, die eben auch Escolab tolle Produkte liefern, die, ja. Und das ist entscheidend dafür, dass eben diese Sitzbeinhöcker hier ihre Unterstützung finden, ja, weil dann ist nämlich das Becken höher und die Weichteile kriegen eben eine Entlastung vorne. Ne? Das heißt, diese Form des Sattels ist auch nochmal mitentscheidend. Und wenn ich das jetzt übertrage aufs Rad und sage, okay, ich setze den Sattel jetzt hier drauf, dann muss ich die richtige Höhe finden des Sattels in Bezug zur Pedale, also der Pedale da unten, hier oben das Becken. Je höher der Sattel, desto gestreckter ist mein Knie, je weiter unten der Sattel, desto gebeugter. Und das ist mitentscheidend natürlich für die ganze Ergonomie oder Biomechanik auf dem Rad. Ja, das heißt, die Höhe muss auf jeden Fall als erster Parameter richtig eingestellt sein. Als erster Parameter und vor allem, wenn wir jetzt einen Stufensattel haben, dann die Position auf dem Rad. Und wenn ich jetzt halt sozusagen ganz vorne sitze, sitze ich ja nicht hier, sondern eher hier hinten, ja, ne? Oder auch zu weit vorne, ja, in der Form, dann habe ich auch wieder ein Problem. Ja. Und das ist in der Tat eine Sache, die wir sehr häufig erleben, ja, dass jemand sich noch irgendwie über eine Messpappe den richtigen Sattel auswählt, aber dann ihn nicht richtig auf dem Rad montiert, weil er einfach nicht in der Lage ist oder es ist sehr schwierig ist, ja, alleine diese Position rauszufinden. Ja. Richtig. Also die Position des Sattels vor und zurück, hier unten, ja, diese Klemme der Sattelstütze, schafft ja die feste Verbindung zum Sattel. Wir haben hier diese Streben, die Sattelstreben, und die lassen eine gewisse Vor- und Zurückmontage zu. Kann auch noch andere Sattelstützen montieren. Das heißt, ich kann diese Position variieren. Das Becken sollte mit seinen Sitzbeinhöckern immer hier hinten sein. Also nicht nach vorne rutschen, auch nicht hinten drüber, sondern immer hier. Bedeutet, wenn ich jetzt den Sattel, ja, lass uns mal bei dem Sattel jetzt hier, der nicht ganz optimal wäre, ja, bedeutet, wenn ich den Sattel jetzt weiter vorne montiere, dann kommt mein Becken auch weiter nach vorne. Das heißt, ich fahre entweder in der Position oder in der Position. Wenn das nicht gefühlt nicht optimal ist, dann neigt man dazu, auf dem Sattel hin und her zu rutschen, also wieder nicht richtig zu sitzen. Ne? Und deswegen, diese Position sollte richtig sein und die Höhe sollte auch richtig sein. Wenn man jetzt viel Fahrrad fährt und auch ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man das auch über das Gefühl einstellen in der Form. Ja. Einfacher geht es einfach, wenn man in einen Fahrladen reingeht, wo man vermessen werden kann, wo dann diese Position auch eingestellt wird. Genau, genau, weil erstmal muss ich wissen, wie hoch soll der Sattel sein, wo soll er denn sein, also in Zentimeter und Millimeter, ne? Sagen wir mal 88,3 und Nachsitz, so nennt man das auch in Fachkreisen, ja? Also Nachsitz, weil der Sattel hinter dem Tretlager ist, Nachsitz von 21,5. Ja, woher weiß ich die Zahlen? Die muss ich erstmal wissen. Und das Zweite ist, ich muss es ja einstellen, ne? Und das ist relativ kompliziert. Ich müsste jetzt hier ein Lot nach unten fallen lassen, dann ausmessen, wie weit ist das Lot weg vom Tretlager. Ist kompliziert, ich brauche Werkzeug, ich brauche ja das Know-how dazu. Ne? Da kann ich also viele Fehler machen. Ja. Damit haben wir aus meiner Sicht zum Thema Sattel eigentlich jetzt fast alles gesagt. Ich denke mal, jeder, der jetzt Schmerzen beim Sattel hat, also Schmerzen, dann Weichteile, die einschlafen in der Form, Steißbein, was wehtut, hin und her rutschen auf dem Sattel haben wir auch ganz, ganz häufig.
oder auch so im hinteren Rückenbereich, unteren Rückenbereich auch ganz viele Verspannungen haben, ist meist auch ein Zeichen von so leichten Hin- und Herrutschen auf dem Sattel. Also all das sind so Symptome, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und sozusagen die Message, die wir von Anfang an gesagt haben, war ja, der Sattel, der mitkommt, ist wahrscheinlich nicht der richtige, weil einfach der Hersteller keine Chance hat, den perfekt passenden Sattel bei jedem Fahrrad für jeden unterschiedlichen Sitzkommandoabstand zu verbauen. Das geht einfach gar nicht. Ja? Außer er liefert es ohne und warum auch immer, macht es halt keiner. Ja? Wir versuchen schon seit 5 Jahren, unsere Hersteller zu überzeugen, dass wir die Sattel, die Fahrräder ohne Sattel kriegen, aber das machen wir nicht. Jetzt kennt ihr eine Lösung. Ja? Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Unwohlsein habt, wenn ihr kein Gefühl habt beim Fahren, dann guckt euch um, dass ihr da einen anderen Sattel drauf macht. Ihr könnt über www.fitbikes.de/sattelcheck gehen. Kann man sprechen. www.fitbikes.de/sattelcheck. Wenn ich es nicht rübergebracht habe, unten in der Videobeschreibung ist es dann nochmal. Dort könnt ihr einmal die passende Sitzbreite und den passenden Sattel rausfinden. Und ansonsten Fahrradladen mit SmartFit. Manche Fahrradläden mit Escolab machen das auch ganz gut, aber nicht alle. Und wer aus München kommt, gerne bei uns vorbeikommen oder auch mal unsere Partner abchecken. www.fitbikes.de/partner. Dort ist eine Partner. Karte von mittlerweile fast 30 Fahrgeschäften, die mit uns zusammenarbeiten. Dort könnt ihr auch mal gucken. Genau, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Der Sattel ist ein Thema, was, keine Ahnung, wo viel darüber diskutiert wird. Ich kenne Kunden, die haben irgendwie 20 Stück zu Hause. Das ist ein Riesending. Eigentlich ist es super simpel. Wenn ihr Fragen habt, Erfahrungen, Feedbacks, Geschichten bei eurer Suche nach dem richtigen Sattel, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir antworten auch gerne drauf. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wieder erwarten. Unten rechts auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr keine Videos. Björn, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.